Der Bachelor Dominik Stuckmann steht kurz vor seiner finalen Entscheidung. Bei RTL Plus können alle Fans der Kuppelshow bereits die vorletzte Folge anschauen und in der droht die Stimmung bei Dominik zu kippen. Achtung, es folgen Spoiler. Bevor es für die drei letzten Kandidatinnen Nele, Anna und Jana Maria auf die Dreamdates geht, steht noch einmal für alle ein Gruppendate an. Doch die Atmosphäre könnte kaum angespannter sein. Beim Reitausflug amüsieren sich die erfahrenen Reiterinnen Nele und Anna, während Dominik mit Jana Maria hinterherhängt. Die gute Laune und die enge Verbundenheit der beiden Hamburgerinnen scheint dem Rosenkavalier deutlich zu missfallen. Dass die beiden noch immer so tun, als wären sie übelst cool und Freunde, ist für mich mehr Show so ein bisschen. Doch bei den Fans kommt Dominiks Eifersucht gar nicht gut an. Es häufen sich die negativen Kommentare zu seinem Verhalten. Ich fand es total schade, wie abfällig er über die Freundschaft von Nele und Anna gesprochen hat. Ob Annas und Neles Freundschaft auch nach der Show bestehen kann, auch wenn eine der beiden die letzte Rose erhält,